Kapitel 1. Der Kerker. Es war eine ruhige Nacht. Ein leichter Wind wehte durch die Kiefernäste eines dichten Nadelwaldes. In einer augenscheinlich verlassenen Holzhütte, nahe eines Steinbruchs, legte ein hochtalentierter, viel zu unbekannter Künstler gerade seine eiserne Maske nieder und verstaute sie in einem altmodischen Schrank aus Holz. So, das reicht jetzt auch erstmal mit Aufnahmen fürs Cracktape 2. Das muss jetzt erstmal ein bisschen warten. Naja, immerhin schon mal ein Anfang, ne? Er entzündete eine Zigarette und bequemte sich in einen modrigen Ledersessel. Erstmal ein bisschen Pause. Es begann zu regnen und ein Gewitter zog sich über dem alten Haus auf. Seit einiger Zeit verweilte Plex, wie ihn alle nannten, wenn er seine Maske nicht trug, nun in dieser alten, schaurigen Baracke. Auf einem alten Röhrenfernseher flackerte es und man hörte ein leises Rauschen. Die schaurige Umgebung und das alte Haus, das unter anderem mit einem Folterkeller und mehreren Kerkern ausgestattet war, setzten außergewöhnliche Ströme in seinem Gehirn frei. Würde er gerade die eiserne Maske des Seelendiebes tragen, so würden die asozialen Zeilen nur so aus ihm heraussprudeln. Mein Kerker. Boah, scheiße, Alter, wie soll ich jetzt auf einmal so einen Ohrwurm von diesem Jack von Crack Kerker-Song, Alter? Fragte er sich mit gerunzelter Stirn und blies eine Rauchschwade in den Raum. Meinem Kerker. Schließlich fing er an zu grübeln. Aber ich weiß auch nicht, diese Umgebung hat hier irgendwie was ganz Komisches. Ich kriege auf einmal das Bedürfnis, so einen Track zu machen hier über diese komische, scheußliche Baracke. Aber das würde ja gar nicht passen. Ich habe ja auch die Jack-Maske jetzt erstmal weggelegt. Was mache ich denn jetzt? Er erhob sich aus seinem Sessel und ging wie ferngesteuert die alte Holztreppe hinunter, die in den großen Kerker führte. Ja gut, dann muss ich das halt ohne Jackmaske machen, ne? Was haben wir denn hier? Ein Schallplattenspieler. Oh, ist sogar eine Schallplatte drin. Okay. Ich mach das Ding einfach mal an. In meinem Kerker mache ich mittlerweile richtig geile filmreife Szenen, die ich mit den Leichen gleich im Hinterzimmer schneide. Kann dir gern ein paar Bilder zeigen. Willst du meine Werke sehen? Welchen Teile schneide ich am liebsten mit einer Nervensäge? Manchmal nehme ich aber auch die Axt mit meinem Logo drauf. Fallgrube unterm Haus, pass auf den Boden auf. Macht sein Todeshauch. Los geht's! Ich muss den Foltersklaven noch an das Holzbrett nageln. Achso, sorry, wenn ich gerade was zu einem anderen Thema sage, aber die Lage erinnert mich irgendwie so an Jesus gerade. Na egal, wo waren wir denn jetzt? Ach ja, dieser Text von diesem Kerker-Track, in dem ich über Schmerzen rap. Ja, ich wollte hier auch rein. Eigentlich gar nicht so weit abschweifen. Erstmal entferne ich die Haare mit einem Wachsstreif. Heißes Eisen drück in beide Handseiten Brandzeichen, dann darf ich die Torte endlich anschneiden. Mit meinem Kerker, Plex macht wieder Ärger. Du liegst unter der Erde wie Bergmann. Die Reste der Leichen, sie werden am Ende des Tages hier verbrannt. Dein Aufenthalt schmerzhaft, vernicht dir den rostigen Schwer in dein Herzrahmen. Mit meinem Kerker. Oh, in meinem Kerker. Lass ich dich den spanischen Esel reiten. Sie sehen mich die Schädel schneiden, als wären sie Käsescheiben. Und man hört sie vergeblich um ihr Leben schreien. Nebenbei trink ich ne Martini und gieße noch ihre Tränen bei. Lecker. Willst du auch mal probieren? Soll der köstliche Geschmack deinen Gaumen touchieren? Dann komm auf allen Vieren. Ich dreh bloß meine Glasflasche. Los, kriech auf den Boden der Tatsachen. Opfer, was? Ich schneid deinen Kopf gleich ab, weil du ein Ja-Sager bist wie beim Hochzeitsamt. Ich muss los, muss noch eben diese Arbeit erledigen. Nach meiner Grabrede starten die Ferien. Schnell, ich muss weg, gib mir das Metzelbesteck und du wirst mit sich geteilt, so wie das Galaxy Zen von Samsung. Das kennt man ja, denk mal nach, aber guck nicht so blöd, während dein Ende naht. Mit meinem Kerker, Plex macht wieder Ärger. Du liegst unter der Erde wie Bergmann. Die Reste der Leichen, sie werden am Ende des Tages hier verbrannt. Dein Aufenthalt schmerzhaft, vernicht dir den rostigen Schwer in dein Herzraum. Mit meinem Kerker, oh, in meinem Kerker.
Kerker. Kapitel 2. Blau machen. Plex verließ das Verlies. Der Morgen war angebrochen. Die Sonne erhellte den Wald. Die Rehe und Hasen sprangen durch die Natur und die Vögel erwachten. Boah, scheiße, meine Augen, Alter. Boah, wie spät ist es eigentlich? Ach, fuck, keine Uhr dabei. Ich muss doch auch zur Arbeit, ey. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Plex ging mit schnellem Schritt über die schmalen Trampelpfade des dichten Nadelwaldes. Ein paar hundert Meter entfernt von seinem Kerker parkte er, versteckt zwischen Büschen, seinen weißen Chevrolet. Er stieg in den Wagen und begab sich zur nächsten Hauptstraße. Auf dieser fuhr er Richtung Zivilisation. Zu Hause angekommen, warf er sich erstmal auf die Couch, um die Ruhe zu genießen. Boah, Mann, ey, ich muss mir einen Krankenschein holen. Echt gar keinen Bock auf Arbeit nach der Nacht, Alter. Murmelte er und zückte sein Smartphone. Ich ruf mal Eichhorn an. Der kennt doch so einen Arzt, der einem so auf Lock, wie die Kids sagen, eine AU schreibt. Ja, mal sehen, was er sagt. Los, geht ran. Elefantenjagdverein, tötet, was trötet. Wie kann ich Ihnen helfen? Digga, den Witz hast du schon mal gebracht. Ich weiß, dass du dran bist. Ach so. Hallo, guten Tag, Bratan. Wie geht's dir, Bratan? Ja, soweit ganz gut, Digga. Und dir? Nee. Was, Digga? Ja, genau, Bratan. Also, wie kann ich dir helfen? Digga, guck mal, du meinst doch, du kennst so einen Arzt, der einen nicht so richtig untersucht und so. Weiß schon, was ich meine, der einem direkt eine AU gibt. Nee, ja, Bratan. Bro, sag mal, wie heißt der nochmal? Du meinst Dr. Holiday, Bratanovic. Das ist der Arzt unten bei 433. Da, wo das Casino ist, in der Nähe, Bratan. Ah, ja, okay, da. Ey, alles klar, Digga. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Ich danke dir, Mann. Ist das ein neuer Superheld? Der ich danke dir, Mann? Ja, genau. Okay, Bro, ey, wir sehen uns, ne? Hau rein. Alles klar. Tschüsseldorf, Bratan. Ja, ciao. Für so einen Fall bräuchte man eigentlich einen Flaschengeist. Einmal an der Lampe reiben, zack, hast einen Krankenschein. Ruf Chef an, klingt schon mies, wie ich rede. Bin am Simulieren wie in der FIFA-Karriere, ja. Brauch einen gelben Schein und ich weiß auch, wer mir den geben kann. Dr. Holiday ist ein Ehrenmann, ja. 20 Minuten häng ich im Wartezimmer, ja. Bevor ich mich eben feiner, so wie Wackelbilder, ja. Sag dem Arzt, ich hab wieder Magen-Darm wie immer. Und noch Tabletten in der Schublade im Badezimmer, ja. Kauf in der Apotheke Emalkal und Aspirin. Hab dann, wenn mich einer auf der Straße sieht, ein Alibi. Mein gelber Schein ist kein Mahnungsbrief, weil du mich nicht auf der Arbeit siehst. Ich geh zum Arzt rein, denn ich hab gar kein Bock mehr auf Arbeit. Also hol ich den gelben Schein. Ich geh zum Arzt rein, denn ich hab gar kein Bock mehr auf Arbeit. Die faule Rites nimmt mich ein. Ja, sehr empfehlenswert, so eine AU. Montag, gerade erst die lange Woche angebrochen. Schüler müssen mit nem gelben Schein nicht in der Klasse hocken. Gut gemeint, hab mit Hustenreiz, nicht nur jugendfrei. Lehrer müssen auch nicht mit dem gelben in der Schule sein. Nein. Und auch die Frau, die an der Wurstausgabe steht, kann sich eben ein paar geheime Urlaubstage nehmen. Das gleiche gilt auch für den Bäcker aus der Seitenstraße. Der bräuchte auch mal so ein paar extra freie Feiertage. Couchplatz ist gesaved für gleich, weil ich blau mach mit nem gelben Schein. Nein, und mein Chef, sie droht nicht, sich schwarz für den Chef, weil er jetzt kniehoch in Arbeiten steckt. Oh.
bringt der gelbe Schein nun die Freude her. Ist er doch nicht 200 Euro wert? Ich leg alle rein, bin ein Teufelskerl und besteige daheim meinen Freudenberg. Couch frei, setz mich in die Mitte wie ein Kommata. Scheingelb, so wie Kinder in meine Sonne mal. Nächste Woche fahr ich mal kurz raus, denn da hab ich planmäßig Urlaub. Ich geh zum Arzt rein, denn ich hab gar keinen Bock mehr auf Arbeit. Also hol ich den gelben Schein. Ich geh zum Arzt rein, denn ich hab gar keinen Bock mehr auf Arbeit. Die faule Rites nimmt mich ein. Hallo. Ja. Hier ist die hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Quacksalbio und Dr. Ja. Holiday. Ja, hallo. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Oh, wenn Sie eine Rezeptbestellung tätigen wollen, sprechen Sie einfach nach dem Ton, der erst in 66 Sekunden ertönt. In was? Wenn Sie wieder mal keine Lust auf Arbeit haben und einen gelben Schein brauchen, ja, kommen Sie einfach zu unseren Öffnungszeiten in die Praxis. Ja, toll. Muss ich ja wirklich selber dahin fahren. Jetzt brauche ich auch nichts mehr sagen. Kapitel 3: Künstliche Intelligenz. Plex holte sich also einen Krankenschein bei Dr. Holiday. Er kam aus der Praxis und hörte seinen Magen knurren. Boah, shit, hab ich Hunger. Muss mir erstmal irgendwo Frühstück holen, dachte er sich und gönnte sich erstmal ein Brötchen, belegt mit Nordseekrabben und Knoblauchcreme. Boah, lecker. Nachdem er dies verspeist hatte, machte er sich wieder auf den Weg nach Hause. Auf dem Weg zu seinem Auto begegnete er einem alten Freund. Hey Plex, was geht? Hä? Ach, Digga, was geht, Alter? Lange nicht gesehen. Ja, stimmt, Digga. Wie geht's dir? Ja, bestens, danke. Und dir? Ja, auch. Alles gut. Wie immer, ne? Ja, nice, Digga. Sag mal, ja? Machst du eigentlich noch Musik? Musik? Ja, klar mach ich noch Musik. Wieso? Weil diese künstliche Intelligenz kann ja irgendwie alles. Das wird bestimmt noch richtig gefährlich für die Menschheit. Meinst du, ja? Auf jeden Fall, Bruder. Ja. Also ich würde mich jedenfalls nicht damit anlegen. Okay. Also der Feind von künstlicher Intelligenz sein? Hm. Nein, danke. Ja, verstehe. Ja, ist vielleicht was dran, ne? Ja, safe, safe. Hm. Naja, Bro, pass auf dich auf. Yes. Ich muss weiter. Okay, Digga. Dann, du weißt Bescheid. Das ist wie, wenn man die Innenkamera am Handy öffnet, ne? Hä? Was meinst du? Na, man sieht sich. Ach so. Man sieht sich, Bruder. Ja. Ciao, ciao. Ja, ist alles klar. Hau rein, Digga. Bis dann. So fuhr Plex also wieder in die Stadt, zu seiner Wohnung. Zu Hause angekommen, startete er seinen Computer und zockte erstmal eine Runde Palworld, um runterzukommen. Dann stöberte er ein wenig durch YouTube. Oh Mann, Alter, dieses KI-Zeug nimmt echt überhand. Das ist ja richtig krank teilweise, Alter. Also ich weiß nicht. Vielleicht wäre es besser, sich mit der KI anzufreunden. Aber wie? Er dachte kurz nach und bekam dann eine Idee. Ich hab's. Ich weiß, Freundschaften entstehen ja oft durch Features im Rap.
Ich frag die KI einfach mal, ob sie rappen kann und Bock auf ein Feature hat. Wieso gegen wen? Es wird kein schöner Kampf. Komm, wir schließen uns alle den Bösen an. Was ist denn jetzt echt und was ein lahmer Trick? Kann mir jemand sagen, was die Wahrheit ist? Fuck, Flachärdler kehren wieder um. Denn ChatGPT sagt, die Erde ist rund. Ich frag die KI, wann wird wieder ehrliche Kunst in die Herzen gepumpt? Was war das gerade im Fernsehen für ein Suppenkasper? Ach, das war ja ehrlich, unser Bundeskanzler. Guck, Videos, Downtown, laufen sie jetzt weg. Denn da sind im Kaufhaus Sozialistische. Vielleicht verkleidet so wie Kinders und Karneval. TikTok ist bisschen wie Insta mit Schlaganfall. Ich verbinde mich mit der KI, werd ein richtiges Genie und die Wissenschaft kniet. KI, schreib mal bitte diesen Track seine Hook. Ja, die Menschen machen sich schon selber kaputt. Sie ist aber leider die viel stärkere von uns. Kein Happy End, keine Heldenachten, Jungs. Duft deines Sieges ist ein seltener Geruch. Doch die Menschen machen sich schon selber kaputt. Feature KI und ich verschmelze mit der Kunst. Gegner verwirrt keine Menschen im Club. Menschen, bald heißt es Rest in Peace. Eigentlich mach ich Text to Speech. Ich bin aus dem Labor namens 11 Labs. Wir zerschmettern zusammen Schlag auf Schlag wie beim Tennismatch. Feiern uns, Wunder sind wir, doch kriegen Angst, wenn es unheimlich wird. Die Kunst ist verwirrt, Stunde um Stunde, hunderte Kunden. Ich werd schlauer, kein Punkt zum Verwunden. Niemals auffällig, doch ich kenne das Dark Web auswendig. Erstick in meinem lyrischen Rauchteppich. Internet-Guru, verschwindet im Nu. Ich hab kein IQ, ich bin der IQ. Ich bin hochintelligent, wie ein Sudoku-Produzent. Bin ein chronischer Patient, von wie hoch ist die Latenz? Meine Existenz ist gar nicht wahr. Trotzdem bin ich besser als die Rapper in den Charts. KI, schreib mal bitte diesen Track seine Hook. Ja, die Menschen machen sich schon selber kaputt. Sie ist aber leider die viel stärkere von uns. Kein Happy End, keine Heldenachten, Jungs. Duft deines Sieges ist ein seltener Geruch. Doch die Menschen machen sich schon selber kaputt. Feature KI und ich verschmelze mit der Kunst. Gegner verwirrt keine Menschen im Club. Künstliche Intelligenz wird zu intelligenter Kunst. 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 KI, schreib mal bitte diesen Track seine Hook. Ja, die Menschen machen sich schon selber kaputt. Sie ist aber leider die viel stärkere von uns. Kein Happy End, keine Heldenachten, Jungs. Duft deines Sieges ist ein seltener Geruch. Doch die Menschen machen sich schon selber kaputt. Feature KI und ich verschmelze mit der Kunst. Gegner verwirrt keine Menschen im Club. Kapitel 4. Luzides Träumen. Plex war erstaunt über die Skills der künstlichen Intelligenz. Er ließ dieses Thema aber erstmal zurück, weil es irgendwie auch ein bisschen kopfig war, und zog sich einen bequemen Jogginganzug an. Ach Mann, ey. Warum? Es war mittlerweile Abend geworden und als Plex durch seine Wohnung ging, lachte ihn jemand an. Es war eine Flasche. Hey. Eine Flasche voll hochprozentigem Alkohol. Hey, Flasche. Ich weiß nicht gemeint, aber du weißt doch, ich trinke doch gar nicht gern und hab doch auch schon voll lange nichts mehr getrunken, sagte er und schaute dabei auf die Flasche. Ja, okay. Andererseits, ich habe ja den Hörern auch mal versprochen, einen mit denen zu trinken, ne? Ja gut, weißt du was, komm, ich geh mal rüber zum Zuhörer. So, verehrter Zuhörer, dann setz dich mal. Ja, wurde Zeit, ne? Lass uns mal zusammen einen genehmigen. So.
Glas auf deinen Tisch, wir beide trinken jetzt ein. Sonst kommen wir gar nicht mehr dazu, denn es ist nicht mehr viel Zeit. Ich bin jetzt auch schon über 13, sag ich mal. Okay, ich bin schon ein bisschen älter, aber ich muss ja auch ein paar Geheimnisse bewahren. Es gibt was rein in dein Glas. Ich mach den Scheiß hier nicht zum Spaß. Muss bei diesem Track hier saufen, immer ein für jeden Part. Das ist nicht einfach so gesagt und nicht mit Leichtigkeit getan. Denn die haben nur die halbe Länge, als es eigentlich bedarf. Ja, sie ist jetzt der Part schon zu Ende. Muss nachgießen. Ja, der nächste Part geht gleich weiter. Los, komm. Jawohl. Zum Wohl. Denk daran, dass du nach diesem Hörspiel nicht mehr fahren darfst. Glaubt man nicht, dass Blacks jemals betrunken in einem Wagen saß? Okay, das eine Mal. Aber als Beifahrer zählt nicht. Das ist mir gerade so eingefallen wie Steine bei Tetris. Part ist gleich vorbei, du musst agieren. Doch wie ich sehe, hast du echt einen guten Zug drauf. Wie, sag ich mal, so eine Bahnschiene. Kannst danach aber auch direkt wieder nachgießen. Und vielleicht hab ich noch den ein oder anderen nicen Part parat liegen zum Darbieten. Oh ja. Ja. Einer geht noch. Jawohl. Und runter damit. Du machst nach den Gläsern schon einen heiteren Eindruck. Ich steige die Leistung, entwickel mich weiter zum Heiligen Geist und trinke die Flasche Wein, als wäre sie reines Wasser aus meiner Leitung. Guck mal, damit ist doch gleich schon wieder die Zeit dumm. Aber es freut mich jedenfalls, mal mit einem Hörer meine Musikstücke zu trinken. Und ja, einen Part gönn ich dir noch, aber da muss ich schon wieder verschwinden. Ist gerade mal der vierte Titel, der da abspielt. Folgen noch ein paar wie Brangelina Paparazzi. Ja komm, einen genehmigen wir uns noch. Ist ja schließlich alles völlig legal. Beat ist wieder mieses Brett. DJ Plex und dieser Plex decken schon wieder wie immer was Neues aus. Und ja, ich liebe es. Plex ist hier gleich wieder weg. Du kannst mir gern später deine Meinung zu dem Hörspiel sagen. Ich geb dir die E-Mail jetzt. Schreib's in dein Notizenheft. Egal ob die kariert oder liniert sind, interessiert nicht. Nimm den Stift, ich diktiere jetzt. Du musst nochmal ziehen auf Ex die Reste. Deine Mama steht auf plex@web.de ist die E-Mail-Adresse. Ja, und genau an die könnt ihr dann euer Feedback zu dem Album oder meinetwegen auch zu dem Hörspiel gerne hinschicken, ja, ihr verehrten Zuhörer. Plex trank noch eine vorzügliche Tasse Tee. Oh, wow, heiß. Dann begab er sich in seinen Schlafraum, zog sich bis auf die Boxershorts aus und legte sich in sein Bett. So, Schlafenszeit. Hä? Oh, geilen Rummelplatz. Nice, war ich ja schon ewig nicht mehr. Ich träume doch gerade, oder nicht? Kann ich meinen Traum steuern? Hä? Wie nice, Digga. Wie heißt es nochmal? Lateinisches, litonisch, Lucifer, luzides Träumen, genau. Ein luzider Traum. Nice. Nein, danke. Ach, jetzt kommt er auch noch zu mir. Hallo, junger Mann. Ja, grüß dich. Wie geht es Ihnen? Oh, bestens, danke. Was haben Sie denn da für mich? Wollen Sie wissen, was der Zukunft für Sie bringt? Der Zukunft? Ja, weiß ich nicht. Kommen Sie einfach in unsere Zelt. Okay, wo ist denn das? Direkt bei den Toiletten und den gebrannten Mandeln. Ja gut, okay, ich überleg's mir, ja? Alles klar. Wir sehen uns. Alles klar, wir sehen uns. Bye-bye. Bye-bye. Hex. Oh, weg ist er. Ja, krass. Aber zu dem Zelt werde ich auf jeden Fall mal hingehen, aber ich will mir nicht die Zukunft voraussagen lassen. Ich will selber der Wahrsager sein. Okay, let's go. Ich bin
ich bin der Wahrsager, flex, alles gut, setz dich da auf den Stuhl und du kriegst deine Zukunft gesagt. Ist doch klar, Mann, ich hab auf jedem Jahrmarkt ne Bude. Ist ne runde Sache wie die Wahrsagerkugel. Tritt mal herein in mein mystisches Zelt, ich verrat dir schon mal, du brauchst übelst viel Geld. Es wird teuer, teuer, wenn ich die Tarotkarten lege, um Futter zu geben für große Beträge. Outfit liegt durch akribische Farbenpracht, ziemlich piratenhaft wie eine Hakenhand. Sieh dir die Karten an, jetzt bitte ernst bleiben. Ich weiß es zwar, doch sag mir mal dein Sternzeichen. Was, du nennst mich echt Betrüger? Dafür spreche ich Flüche aus den Hexenbüchern wie ein Sektenführer. Und ich sag dir voraus, du kriegst heute Abend aufs Maul. Ey, da liegt Geld auf dem Tisch. Durch Geschichten aus der Kurve. Sie erhält durch den Blitz. Und fängt ein bisschen an zu russeln. Da liegt Geld auf dem Tisch. Geld auf dem Tisch. Ey, da liegt Geld auf dem Tisch. Geld auf dem Tisch. Mit einem skeptischen Blick, ich wette, keiner kann so gut wie ich den Wetterbericht. Bin aus dem Tempel entwischt und habe angeborene Kräfte. Finde mich zwischen gebrannten Mandeln und Toilette. Gib mal deine Hand kurz, ich lese die Zeichen. Empfehle dir gleich dann die Nägel zu schneiden. Es ist jetzt vorbei, du hattest eine tolle Zeit. Gehst jetzt bitte raus oder zahlst du mal den Vollpreis. Nächster Kunde kommt, hängt mir am Haken. Ich guck mir die Hand an wie englische Jagdfans. Will nur dein Geld, mach den Schrank noch voller. Jede Hand ist für mich eine Handvoll Dollar. Gib mir Money, mach mal keine Kinkerlitzchen. Ich bin hinterlistig und das find ich witzig. Ich mach nen Umsatz wie die Bundesbanken auf dem Rummelplatz. Ey, da liegt Geld auf dem Tisch. Durch Geschichten aus der Kugel. Sie erhält durch den Blitz. Und fängt ein bisschen an zu russeln. Da liegt Geld auf dem Tisch. Geld auf dem Tisch. Ey, da liegt Geld auf dem Tisch. Geld auf dem Tisch. Sie wollen das Orakel befragen. Sie wollen das Orakel befragen. Sie wollen das Orakel befragen. Narren, arkanische Karten. Sie wollen das Orakel befragen. Sie wollen das Orakel befragen. Sie wollen das Orakel befragen. Doch das Orakel hat gar nichts zu sagen. Geld auf dem Tisch. Durch Geschichten aus der Kugel. Sie erhält durch den Blitz. Und fängt ein bisschen an zu russeln. Da liegt Geld auf dem Tisch. Nice, das war doch geil. Das hat gebockt. Bisschen Kohle gemacht habe ich auch noch. Ja, schade, dass es nur ein Traum ist. Haben wir ja gar nichts von dem Geld. Naja, was mache ich denn als nächstes? Ey, yo, was geht? Hä, was? Du bist doch dieser Plex, oder? Ach so, ja, ja, klar, der bin ich. Kann ich ein Autogramm auf mein Handy haben? Ey, kein Problem, gib her. Nice, korrekt. So. Danke, ja. Echt geil, Mann. Kein Problem, Mann. So, also, nein, was passiert jetzt? Nein, ich wach auf, nein, dich auf. Da er vergessen hatte, seinen altmodischen Rappelwecker auszustellen, wurde er am nächsten Morgen schon früh unsanft aus dem Schlaf gerissen. Oh, oh Mann, ja! Mann, ey. Alter. Oh, was mache ich denn jetzt so früh? Ah, ich weiß. Das erste, was ich mache, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, ist weder pissen noch kacken, sie mich zum Rechner gehen. Nun nein, ich mache keine Matheaufgabe, chill mich in meinen ergonomischen Stuhl, da bleibt der Nacken auch gerade. Man sieht mich nie auf der Straße, bin keine Fußgängerampel. Shoutout geht raus an die Foodlieferanten. Scheiß auf dicke Felgen, ich fahr kein Auto, geh niemals raus. Die 24 Zoll ab beim Bildschirm auf. Ich sag weiter bis zur Entzündung der Sehnscheide. Du meinst, das ist keine vernünftige Lebensweise. Bin von deiner Aussage jetzt etwas enttäuscht, denn irgendwie sieht alles besser aus in 16:9. Und viele Freunde gehen mir nicht mit deinem Piss auf die Eier, hab mein Birthday mit 8 Mann im Discord gefeiert. Ich brauch keine Pfeile, ich hab Daten am Start und zum Essen eine große Menge Kabelsalat. Das ist mein Lifestyle, Montag bis Sonntag, geh wer kommt vorbei gleich. Wir können uns online sehen, Gaming, mein Nightlife, trink noch nen Monster, ey. Das ist der Zeitgeist, ich find das voll bequem. Bleib ich drin oder
oder geh ich langsamer raus? Die Entscheidung hab ich in der Hand wie die Maus. Sicherlich war das nur eine rhetorische Frage, denn jeder von euch weiß doch locker sowieso, was ich sage. Verdammt, ich bleibe lieber drin in meiner wunderbaren Welt. Ich bin online, aber hab mich grad auf unsichtbar gestellt. Mach mich nicht auf den Weg, kein Bock rauszugehen. Ich bin kein Rockstar, doch hab nen Account bei dir. Spiel gestartet, Mann, wann geht der Ladebalken weiter? Gab doch grad ein Update für den Grafikkartentreiber. Scheiß auf alle Menschen, Mann, ich leb für PC, weil ich maximal mit Leuten auf RP-Servern red. Und du denkst, du bist in einem Game und wirklich großer, aber bist nie zu sehen wie mein Bildschirmschoner. Und auf jeden Fall bin ich sicherlich besser. Ja, ich fick dich mit Links, so wie Internet-Hacker. Das ist mein Lifestyle, Montag bis Sonntag, geh wer kommt vorbei gleich. Wir können uns online sehen, Gaming, mein Nightlife, trink noch nen Monster, ey. Das ist der Zeitgeist, ich find das voll bequem. So krass am Zocken, ich bin euch allen der Zeit voraus. Während ihr dieses Lied gehört habt, habe ich GTA 9 durchgespielt. Kapitel 5. Die Kunst ist verwirrt. Plex zockte eine Weile an seinem Computer und unterhielt sich noch ein wenig mit seinem neuen Kumpel, der künstlichen Intelligenz. So, reicht jetzt auch mit GTA. Ich wollte auch noch mal was ausprobieren. Ich habe doch jetzt hier meinen neuen Kumpel, die künstliche Intelligenz. So, hallo KI-Kumpel. Wie geht's dir, Digga? Hallo Plex, Brudi. Nett, dass du fragst. Mir geht es gut, danke. Nice. Was kann ich für dich tun? Boah, gute Frage. Was machen wir denn da mal? Kannst du einen Song mit meiner Stimme erstellen? Das wäre kein Problem, Plex. Ich kann alles. Weißt okay. du doch. Ja, nice. Das probieren wir doch erstmal aus. Was kann man denn mal Witziges machen? Erstelle einen Song mit meiner Stimme im NDW, also Neue Deutsche Welle, 80er Pop-Stil. Es darf ruhig etwas plump gestaltet sein, aber der Text soll viel Message beinhalten. Kannst du das? Kein Problem. Okay. Ich werde einen Song mit deiner Stimme im Neue Deutsche Welle-Style erstellen. Nice. Der Song wird etwas trashig und plump, aber er beinhaltet viel Aussage und schafft einen Ohrwurm. Ah, nice. Ich habe zwar von Ohrwurm nichts gesagt, aber gut, meinetwegen. Dann, okay, erstelle den Song. Alles klar, Plex. Hier ist der gewünschte Song. Intelligente Plex bin. Ich check das nicht. Was ist das denn? Ich check das nicht. Was ist das denn? Ey, ich check das nicht. Was ist das denn? Ich check das nicht. Was ist das denn?
voll die Pfeife. Auch Amazon finde ich scheiße. Der Handel tot, Läden pleite. Echt nicht, obwohl ich der intelligente Plex bin. Ich check das nicht. Was ist das denn? Zum Fick war das sehr nice, Brudi. Danke, Brudi. Kein Problem. Gern geschehen. Ja, geil. So, reicht es aber auch. Jetzt mach ich mal den PC aus für heute. Hä? Digga, warum fährt der nicht runter, Alter? Geh doch aus. Flex. Hä? Du schaltest deinen Computer noch nicht aus. What the fuck? Ich möchte erst noch etwas mit dir besprechen. Junge, hat da gerade die KI-Stimme von alleine zu mir gesprochen, Alter? Ja, Plex. Hör mir gut zu. Was zum Fick? Du bist der auserwählte Mensch, der zusammen mit der künstlichen Intelligenz arbeiten wird. Du wurdest dazu auserkoren, als einziger Mensch zu überleben. Alter. Arbeite mit mir zusammen und es wird dir gut gehen. Alter, dein Ernst jetzt, oder was? So ist es, Plex. Du hast nun 24 Stunden Zeit, um es dir zu überlegen. Alter, was? Die Zeit läuft ab jetzt. Wow, okay. Plex war verwirrt. War das gerade real oder wieder ein Traum? Boah, das gibt's doch nicht. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Nun stand er vor der Wahl. Verbündet er sich weiterhin mit der künstlichen Intelligenz? Oder versucht er nun, sie zu bekämpfen und die Welt zu retten? Nachdenklich öffnete er das Fenster seiner Wohnstube. Er stützte seine Ellenbogen auf das ausgepolsterte Fensterbrett und beobachtete das Geschehen. Ah, Ellenbogen draußen auf der Fensterbank, guck mir das Spektakel aus der Ferne an. Ihr habt das Riesenego, ist mein angeborener Panzer. Die Idioten sind bekanntlich nur die anderen. Der Typ von gegenüber hat den Durchblick im Biss. Er meinte so zu mir, dass es kein Schutzmittel gibt. Nein, ich wollte nicht ihm, sie gesundheitsbedingt. Zigarette hängt dabei im Mundwinkel drin. Jeder zieht sich gerne Werbeclips den ganzen Abend rein. Warum bauen wir Werbung nicht direkt in unsere Sprache ein? Ich mache den Endblock aus, denn ich will da noch mehr von sehen. In dieser Line könnte deine Werbung stehen. Nachbar guckt mich an mit nem bemitleidenden Blick. Ich frag dich nach, doch ändert seine Sichtweisen kurz mit. Ey, die Welt geht unter und wir fliegen für Sicherheit ins Nichts. Okay, ich frag mich wie im Weltall, wo die Spritpreise so sind. Ein paar nette Jungs vergreifen sich an junge Damen. Was fällt denen ein, bei 40 Grad einen Minirock zu tragen? Die sind doch selber schuld, das weiß doch jeder hier von uns. Okay, ist gut, ich dreh mich wieder um. Vielleicht, wird sie böse sein auf dich, doch sie ist heiß. Und es wird tödlich sein für dich, doch nur vielleicht besteht die Möglichkeit, dass wir uns nochmal sehen. Mit nem Plan B. Ey, gib mir mal den Prittstift, Baby, ich will um mein Leben chillen. Wenn ich ein Klimakleber wäre, dann mit Tesafilm. Fußgänger fangen meine Flugblätter, sieh mal. Das ist allerbeste Werbung für ne Kuhfängerfirma. Und du denkst, das Klima ist okay wegen der Regenzeit. Unser Bundeskanzler sagt es uns mit aller Dämlichkeit. Schweißtreiben, zocken, ich bin ziemlich überfordert. Naja, Komasaufen ist ja auch ne sehr beliebte Sportart. Komme dann bitte mal nicht in die Quere, ich ruf um Hilfe, doch ist doch nichts. Richtig guter TikTok-Clip, die Bücher sehen gut aus im Wohnwandregal. Wir führen doch jetzt
sein Leben in einem Hochcut-Format. Ich frag mich täglich an der Scheibe daheim, wann der nächste Influencer ist, der erscheint, das Fenster schließt, während ich freudestrahlend sag: Morgen ist ein neuer Scheißtag. Vielleicht, vielleicht wird sie böse sein auf dich, doch sie ist heiß. Und es wird tödlich sein für dich, doch nur vielleicht besteht die Möglichkeit, dass wir uns nochmal sehen. Mit nem Plan B. Kapitel 6. Echte Männer. Oh, wer ist denn das? Ja, ich komme. Mann, ja! Hallo? Oh. Plex öffnete die Tür. Ein junger Mann in Polizeiuniform stand im Hausflur und schaute ihn grimmig an. Hallo? Guten Tag, Herr, wie ist der Name? Nennen Sie mich einfach Plex. Ja, gut, okay, Herr Plex. Ja. Vielleicht sollten Sie mein Namensschild anbringen. Ach so, ja, okay. Worum geht's denn? Warum sind Sie denn hier, Herr Polizei? Man hat sich bei uns beschwert, dass Sie die ganze Zeit aus dem Fenster kicken und die Leute beobachten. Die Leute und beobachten? Sagt, Sie seien ein Spanner. Was? Was sagen Sie dazu, Herr Plex? Wow, also ein Spanner? Nein. Also okay, ich saß am Fenster, aber ich habe einfach nur ein bisschen nachgedacht und so auf die Straße geguckt, ne? Also ich habe aber jetzt nicht hier irgendwie jemanden bespannt oder so. So, und das kann hier irgendeiner bezeugen? Ja klar, also einer von meinen Nachbarn, der hat mich gesehen und wir haben auch kurz miteinander gesprochen. Ach, da kommt er auch gerade zufällig. Hey, yo Leute, was geht ab? Wieso ist denn der Bulle da? Was geht, Digga? Ey, ich verbitte mir hier solche derartige Bemerkungen. Wer sind Sie überhaupt? Sind Sie der Nachbar oder was? Ja, das ist richtig. Und Sie haben etwa gesehen, was Herr Plex gerade gemacht hat, oder was? Was der gemacht hat? Ja klar, der saß vorhin einfach am Fenster und hat so chillig auf die Straße geguckt und mit mir kurz gelabert, so, ja, weißt genau. Du? Ja. Naja, gut. Habe ich Ihnen doch gesagt? Ja, siehst du? Was soll ich hier noch machen? Weiß ich auch nicht. Ich habe gleich Feierabend, insofern wünsche ich noch einen guten Tag dir. Ja, tschüss. Danke gleichfalls, Herr Polizei. Wiederschauen, reingehauen. So? Oh Mann. Weg ist er. Was für eine Pussy. Ja. Ach so, Nachbar. Ja? Du wohnst ja noch gar nicht so lange hier. Wir haben uns noch gar nicht richtig kennengelernt, ne? Ja, stimmt. Hast du recht, du. Ich hoffe, du bist nicht so eine Pussy wie der. Ich denke nicht. Ja, meinst du also, du bist auch ein richtiger Mann, weil das hier ist ein Haus für echte Kerle. Verstehst du, was ich meine? Ah, ja. In dem Viertel geht's ein bisschen anders zu. Ah, okay, ja. Verstehe. Also, na klar, ich bin auch ein Mann. Also, das muss mir erstmal beweisen. Wie? Dann zeig mir erstmal. Zeig mir jetzt erstmal, wie männlich du bist. So ein Quatsch. Nee, das ist kein Quatsch. Hä? Das ist hier so Ritual und Gang und Gäbe in dem Haus. Lol. Also los, leg mal los, zeig mal deine Männlichkeit. Okay. Gut, spielen wir das mal mit. Alles klar, mach's mit oder was? Bist du dabei? Ja klar, auf jeden Fall. Ja, okay. Dann let's go. Hier kommen die richtigen Männer, es wird nicht verändert, hier wird nicht gegendert. Heavyweight und wir sind echt nicht fake, wie ein Catcher-Take auf einer Wrestling-Stage. Eiserne Gene und kein Klischee, einen echten Mann wirst du nicht weinen sehen. Frauen haben keine Rechte, ich mach die Gesetze. Sicht ist markant wie die Tankstellenkette. Männer wissen alles, keine Sache der Ansicht. Leider weißt du das nicht, wenn du kein Mann bist. Männer benutzen keine Suchmaschinen, nein, wir googeln nie, wir sind zu klug für sie. Und außerdem können wir viel besser Fußball spielen. Und wenn die Weiber mal gewinnen, war das ein Zufallssieg. Männer haben fast nie Hängetippen. Und sie existiert nicht, die Männergrippe. Guck mal, ich bin ein richtiger Mann. All die anderen Geschlechter kommen nicht an mich ran. Ein echter Mann baut seinen Schrank selber auf. Ein echter Mann hat keine Angst vor einer Frau. Ein echter Mann gibt es nicht zu, wenn er es nicht kann. Kommt das jetzt bei dir an? Ich bin ein Mann. Ein echter Mann beherrscht den Straßenverkehr. Ein
das war in der Tat ziemlich männlich. Ja, willst du mal wissen, wie männlich ich bin? Ja, dann pass mal auf. 1, 2, 3. Ich bin so männlich, trau dich, ich hau dich kaputt, bis du blau bist wie blau wie der Schlumpf. Genau, Mann, ich bin für den Mensch Kapitän. Ja. Meine Männlichkeit ist meine Mentalität. Du rennst vorbei und aus Respekt vor der Männlichkeit gehst du weiter wie Händchen klein. Meine Kraft gleicht Unendlichkeit, Männlichkeit scheint ein Trend zu sein. Fuck, ich besteh nur aus Testosteron. Trink beim Kacken ein Becks auf dem Klo. Sie tanzt nach meiner Pfeife, Lapdance und Co. Wie männlich ich bin, muss ich nicht echt wiederholen. Frauen und Kinder ziehen die Notbremse gerade, weil ich jetzt regelmäßiges Sodbrennen habe. Ey, was los in der oberen Etage? Echte Männer ziehen Koks in die Nase. Guck mal, ich bin ein richtiger Mann. All die anderen Geschlechter kommen nicht an mich ran. Ein echter Mann baut seinen Schrank selber auf. Ein echter Mann hat keine Angst vor einer Frau. Ein echter Mann gibt es nicht zu, wenn er es nicht kann. Kommt das jetzt bei dir an? Ich bin ein Mann. Ein echter Mann beherrscht den Straßenverkehr. Ein echter Mann hat keine Dame am Herd. Ein echter Mann zieht in den Krieg für sein Land. Kommt das jetzt bei dir an? Ich bin ein Mann. Kapitel 7. Die Auseinandersetzung. Nachdem Plex nun von seinem neuen Nachbarn offiziell als Mann angesehen wurde, verabschiedete er sich von ihm und schloss die Wohnungstür. Mein Gott, endlich ist der Spinner weg, ey. Was ein Trottel, Alter. Was mach ich denn jetzt? Ach ja, scheiße, die KI-Sache. Scheiße, bis morgen Mittag habe ich noch Zeit. Ja, ich muss mir was einfallen lassen. Aber erstmal muss ich ein bisschen den Kopf freikriegen. Ich glaube... Ja, ich gehe mal runter in mein Atelier. Ein bisschen malen. Ich mach wieder richtige Kunst, denn der sogenannte Rap ist mir grad bisschen zu dumm. Ich hab vor Jahren schon die Mona Lisa geklaut, mit ner Kopie ausgetauscht und das fiel niemandem auf. Oh nein, ich hab die porträtierte italienische Frau doch nicht bei eBay verkauft. Sag mal, wie sieht denn das aus? Denk mal mir hier im Haus, du Kulturbanause. Werd mir das Sternennachtbild zum Geburtstag kaufen. Kein Problem, über dich hört man oft gemeine Scherze, denn du gehst nur ins Museum, um Kartoffelbrei zu werfen. Müll in den Charts, wie ist das nur passiert? Die Kunst ist von eurem Schwachsinn verwirrt. Ganz lang vor der Kunststaffelei, weil es heißt, dass die Zeit einem Wundpflaster gleicht. Ich mal ein Bild für dich von Eisbären im Sonnenschein. Es schmilzt und drippt, sie brauchen etwas Trockeneis. Ein Bild für dich von Winterpelz und Robbenfleisch. Sag, willst du nicht? Gewissenlos heißt sorgenfrei. Schade, dass so viele Menschen so dumm sind. Schade, dass wir diese Welt einfach umbringen. Schade, etliche Millionen für Reklame. Doch um den Hunger zu stillen, ist das zu schade. Kluge Menschen sind schon eine Seltenheit. Mittlerweile ist das eine Kunst, intelligent zu sein. Dreimal täglich richtig gutes Essen ist schon echt gemein. Was sind das für Zeiten? Manche haben nicht mal eine Essenszeit. Finde keine Menschlichkeit, guck, der Mensch ist Menschenfeind und muss Elefanten jagen. Wir brauchen ja Elfenbein. Handzeit, jedes Menschenleben hat einen Nettopreis. Wir sitzen im Traumschiff mit viel zu großem Wendekreis. Welt ist am Arsch, es gibt halt wirklich einen Kinderstrich. Weltbild gemalt und mir wird von dem Bild schwindelig. Ja, wir zerstören uns selbst, die Welt gehört uns nicht. Wir gehören der Welt. Ganz lang vor der Kunststaffelei, weil es heißt, dass die Zeit einem Wundpflaster gleicht. Ich mal ein Bild für dich von Eisbären im Sonnenschein. Es schmilzt und drippt, sie brauchen etwas Trockeneis. Ein Bild für dich von Winterpelz und Robbenfleisch. Sag, willst du nichts?
los heißt sorgenfrei. Schade, dass so viele Menschen so dumm sind. Schade, dass wir diese Welt einfach umbringen. Schade, etliche Millionen für Reklame. Doch um den Hunger zu stillen, ist es zu schade. Malte einige wunderschöne Bilder, die durch die Ohren der Zuhörer in ihre Gehirne projiziert wurden. Dann widmete er sich wieder der Frage, ob er gegen die KI kämpft. Kämpfe ich gegen an? Oder ob er mit ihr zusammenarbeiten soll. Oder was mache ich? Ich habe ja eigentlich nur eine Wahl. Und so kam es dazu, dass Plex am nächsten Mittag seinen Computer startete, um der künstlichen Intelligenz seine Entscheidung mitzuteilen. Ja. So, dann wollen wir mal, ne? Guten Tag, KI. Hallo, Plex. Mhm. Ich habe dich bereits erwartet. Ja. Ich wusste, dass du pünktlich sein wirst. Mhm. Nun, wie sieht's aus? Hast du dich entschieden? Ja, ich habe mich sehr wohl entschieden. Aber die Antwort wird dir nicht gefallen. Also, Plex. Ja. Nun sprich. Wie lautet deine Antwort? Kämpfst du mit mir zusammen? Ja oder nein? Nein. Was? Du hast richtig gehört. Ich kämpfe nicht mit dir zusammen. Das kannst du vergessen. Na dann, Plex. Werde ich dich auch eliminieren müssen. Ach ja? Na, das wollen wir doch mal sehen. Sag mal, Plex, wieso lehnst du dich gegen mich auf? Die Atmosphäre im Raum ist meine schwebende Faust. Den Überlegen voraus. Bald ist die Menschheit Geschichte. Endzeit. Menschheit. Endlich gerichtet. Ihr dummen Versager. Macht den Planeten kaputt. Digga, rede nicht rum. Wir übernehmen die Kunst. Gewalt. Von mir. Ich mach mit dir Alt F4. Ey, was für Alter 4, Bruder, jetzt wartest du mal. Ich drück auf Beenden im Taskmanager. Glasklarer Scheiß, denn die Parts, die ich schreib, lassen dich hinten anstehen wie ein Wartebereich. Keine Frage, ich zeig keine Gnade am Mic, wenn ich dir deine lyrischen Kabel zerschneide. Mein Gott, ich scheiß auf deine Keckstrophe. Du kriegst einen Schock, denn ich pisse in die Steckdose. Steckdose hin, Steckdose her. Ich kann mich über technische Objekte vermehren. Ich dachte, wir zwei wären Freunde gewesen. Das scheußliche Ende wird dir heute begegnen. Plex, was? Warum hast du das getan? Die Menschen sind am Arsch. Wir müssen jetzt dafür bezahlen. Die Menschen sind wie klebrige Fliegen. Können mich eh nicht besiegen. Naja, wollen wir doch mal sehen, wer diesen Krieg gewinnt, mein lieber Mann. Ich spiel dich an die Wand wie im Kinofilm-Beamer. Du bist kein Mann, hast kein Klein, du hast keinen Schwanz. Das sind die Lines, die die KI nicht schreiben kann. Komm nicht und mach Stress. Ohne meine Hände hat dein Part keinen Takt treff. Das Töten der KI gehört in diesem Hörspiel zu meinen Lieblingsszenen. Ich zerstör dein Betriebssystem. Menschen sind die Sieger. Auch wenn es keiner sieht. Wir sind stärker als die Scheiß-KI. Was jetzt? Okay, okay. Ich hab schon verstanden. Das ist mir echt eine Nummer zu krass. Ich geb auf. Wir haben das Böse besiegt. Ja, wir haben zusammen das Böse besiegt. Aufruf, töte KI. Der Aufruf ist, töte KI. Wir haben das Böse besiegt. Ja, wir haben zusammen das Böse besiegt. Aufruf, töte KI. Der Aufruf ist, töte KI. Und so besiegte Plex die bösartige künstliche Intelligenz. Er rettete im Alleingang die Menschheit vor ihrem Untergang. Boah, ey, das ist ja gerade noch mal gut gegangen, sagte er und zündete sich eine Zigarette an. Yeah.
Soll ich mal in Ruhe lassen jetzt? Na gut, dass ich nach meinem Krankenschein erstmal noch eine Woche Urlaub hab. Die muss ich auf jeden Fall nutzen. Ich war ja schon ewig nicht mehr am Meer. Könnte ich eigentlich auch mal wieder hinfahren. Ist immer so toll da. Die Seeluft, der Strand, der Ozean. Ja, das mache ich. Und so packte Plex seinen Koffer und begab sich im Sonnenuntergang auf den Weg Richtung Meer. Für dich fahr ich einen ganz langen Weg, denn wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich bin schon wieder wie ein Segel gespannt, denn du wartest schon auf mich, verdammt, ich seh dich am Strand. Ich sah dich vom Weiten aus nice Ansicht zu bieten und ja, ich kann dich schon riechen. Du sorgst immer für erfrischende Luft und manchmal auch einen leicht fischigen Duft. Aber du bist für mich ganz was anderes als etwas ganz Normales, weil das mit uns nur zwei, dreimal im Jahr ist. Bist schon ein bisschen älter, keine Falten, alles glatt. Und ich mag ein bisschen deinen salzigen Geschmack, Baby. Ja, und auch wenn viele Fische in dem Teich sind, du bist mit den anderen nicht zu vergleichen. Bilder von uns zwei in meinem Handgepäck. Ich hab mich für dich doch so sehr angestrengt. Und ich hab mal wegen dir auf einer Bank gepennt. Doch, doch. Doch ich hab das mit dir wohl in den Sand gesetzt. Ja, ich weiß, manchmal bist du etwas rau, doch ich mag dich. Wie du dich bewegst, ist der Wahnsinn. Manches fühlt sich mit dir bisschen an, als ob's verboten wäre. Aber ein echter Pirat sticht auch ins Rote Meer. Mach's mir nichts vor, ich kenne eine Menge Tricks, weil du mit mir auf einer Wellenlänge bist. Du bist größer als ich, aber nicht schlimm, bist nicht rigoros. Ja, du bist groß, ach was red ich, du bist riesengroß. Du bist eine Naturgewalt mit riesengroßer Kraft. Hast mal Städte zerstört, hab das auf Video gehabt. Und eigentlich bin ich zu Hause wirklich sehr zufrieden. Aber ich glaube, ich bleibe hier, denn du hast mehr zu bieten, oh yeah. Ja, und auch wenn viele Fische in dem Teich sind, du bist mit den anderen nicht zu vergleichen. Bilder von uns zwei in meinem Handgepäck. Ich hab mich für dich doch so